Bitte Was Start, habt ihr bitte. Was ist denn bitte drück auf Start. CSG durchdreht. Ja, mach mal irgendwas. Genau, das ist nämlich die Geschichte. Jetzt wissen alle, auch wie Thaler aussieht. In echt mit weniger Bart, aber da er mal der Fuchendiktator im Quartier war, bekam er so einen schönen Diktatorbart von uns. Die Comics hat übrigens Iskar gemacht. Wer den nicht kennt, hat keine Ahnung. Ja, es geht halt darum, dass Thaler möchte die Schmetterlinge gut sein Candlelight ausführen, aber die steht nicht so auf ihn. Und läuft weg und er ist ein bisschen angepisst. Das ist so die und Story. Ich hebe die linke Hand zum Gruß, das ist die falsche. Ja, das ist gerade schuld. Ich hätte darauf geachtet, dass es nicht die linke ist. Warnung, das Spiel hat ein fucking artificial Schwierigkeitsgrad. Ein Game bei Randarian und Laura Suffering. Mit Friendly Unterstützung von Wetaco, Isker, Luxen und anderen. Und die Spielmusik bei Lloyd 94. Genau. Unterstützung von Luxen heißt, dass Luxen sich fast die komplette Technik gemacht hat, weil ich das unfähig war und gern noch weniger kann. If you touch the red process, you die. Dieses wunderbare Tutorial. If you touch the pixel junk, you die. If you touch the talas, you die. You die. Ja, ach genau, das ist noch die alte Version mit der alten Kuh. Es gibt eine neue Kuh und auch neue Musik fast fertig, also gar nicht ungefähr, aber Lloyd macht da was und das wird dann irgendwann cool. Ich belabere ihn, dass ich es bis zum BMT fertig kriege. Okay, das muss ich mit Tastatur spielen. Ja, definitiv. Ach genau, ich mache das ja wie gesagt neu und es gibt dann auch zwei Schwierigkeitsgrade, nämlich zusätzlich zu dem leichten Schwierigkeitsgrad jetzt einen sehr leichten, in dem mehr Krempel rumfliegt. Oder so ähnlich. Oh. Ich finde das Popgeräusch so geil, wenn die Kuh steht. Das ist wie wenn Motten ins Licht fliegen. War das beabsichtigt? Ja. Übrigens, die Animation, die Explosion ist aus Delsabor geklaut, weil ich in jedem Spiel, was ich jemals auf, also vor allem sehr Trashing auf der NATO, immer irgendwas aus Delsabor geklaut habe. Meistens in der Animation, weil ich immer auf Laxens Rechner gearbeitet habe. Und das ist bau da so, pixelgenaue Checkpoints Steuerung gibt's bitte ein. Nein, ich habe keine Ahnung davon. Das Spiel ist aber nicht schwer. Checkpoints, weil Laxen sie eingebaut hat, wegen das Spiel zu schwer, und jetzt mal ein bisschen Checkpoints gibt. Da habe ich gesagt, okay, wenn du welche einbaust, dann hat er sie eingebaut. Nee, also es gab mal Anfänge von einer XP-Version. Die hatte dann Pixel-Movement. Yes! Oh, das Level ist gut. Das ist geil. Ach du Scheiße, ich sehe nichts. Kann's gehen. Sonst schaffst du es nicht. Mein Problem ist, dass ich nichts erkenne hier. Das ist geil, oder? Das ist richtig geil. Boah, meine Augen. Alter, das muss am Stream richtig geil ankommen. Ich glaube auch. Vor allem, wenn YouTube es dann noch fünfmal neu encodiert, ist es komplett am Arsch. Das macht nichts. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Aber du hast ja schon mal gespielt. Damals. Nein, habe ich nicht, nur das erste Level. Ja. Dann habe ich immer nur Hero of Happiness zugeguckt. Na, Kohaku war ja der so abgegangen ist und einfach die ersten vier Level so gespielt hat, im dritten Level dann dreimal gestorben ist. Also der Trick bei diesem Spiel ist definitiv im vorderen Drittel zu bleiben.
die Level auswendig zu lernen. Und beachte übrigens die schöne, wunderbar animierte Lava. Ich habe mir sehr viel Mühe mitgegeben. Und der Hintergrund ist von Hero of Happiness. Eure Stile passen voll zusammen. Auf jeden Fall. Die meisten Grafiken sind, glaube ich, von ihm. Doch. Sieht alles müssen auch von ihm sein. Vor allem, ich crashe immer in so eine Kleinscheiße und nicht in die eigentlichen Hindernisse. Man, kannst du die Bewegung der Kuh ein bisschen langsamer machen? Nein. Nein. Technisch nicht möglich. Ich kann da fast nicht technisch machen, weil ich absolut keine Ahnung habe, was da Leute zusammen geskriptet haben. Also Lachsen. Lachsens Code ist aber, wenn ich mich erinnere, ganz nachvollziehbar. Das kann sein, aber ich kenne die ganzen Maker-Befehle nicht und so weiter. Und ich habe keinen Bock, mich da reinzuarbeiten, weil ich es ultra uninteressant finde. Ich habe das letzte Mal, als ich makern wollte, zwar für Sternenkindzeiger was, da bin ich an einfach Move-Events gescheitert, weil er alles nicht so wollte, wie ich wollte, und da habe ich beschlossen, nein, kein Gameplay mehr. Ich mache noch hier für Grafiken, baue da die Musik ein und dann ist fertig. Alter, du bist gut! Richtig gut! Sag doch sowas nicht! Naja, vielleicht nicht richtig gut, aber ein bisschen gut schon. Aber du hast es ja bald geschafft, danach kommt nur noch ein Level und der Endboss. Oli, im Gegensatz zu Assembler-Code ist RPG-Maker-Code nachvollziehbar. Das ist eigentlich ein Schmetterlings-Crew-Simulator Teil 2 oder irgendwas sowas in der Richtung? Nee, wie gesagt, ich mache ein Remake davon, weil die ganze Musik hier konnte ich verwenden und die Crew theoretisch auch nicht. Deswegen hat mir Chibi und eine coole neue Crew gepixelt. Zweimal sogar, weil ich erst die erste falsche Flügelfarbe hatte. Also wie gesagt, die Crew ist nicht neu, ein paar andere Grafiken sind nicht neu, ein bisschen Kleinkram, neue Musik von Lloyd und ein schwierigerer Schwierigkeitsgrad, weil das hier schon vielen Leuten zu leicht war. Ja, und Teil 2 macht nicht, und also wenn dann nicht mehr RPG-Maker, weil ich. Schade. Hab keine Lust, mich mit dem Programm zu beschäftigen. Und wenn dann mit dem A oder dem XP. Welchen XP, weil den hab ich. Oli, ROM-Hacker programmieren noch in Assembler. Aber die sind eh alle irre. Ach du Scheiße. Hast du es geschafft? Ja! Oh Gott, das ist wieder so ein... Jetzt kommt die beste Musik im ganzen Spiel. Wer diese Musik nicht mal 12 Stunden auf Dauerschleife gehört hat, macht was falsch. Die Kuh ist zu schnell. Du bist zu langsam. ich muss dazu nochmal sagen, das ist das einzige halbwegs vernünftige Spiel mit dem RPG-Maker, was wir jemals gemacht haben. Okay. Deswegen musste ich ja bei Sternen sagen, dass ich nicht für immer im Leben jetzt irgendwas Vernünftiges aus diesem Forum mitnehme. Und das einzige Spiel, was ich auf einer NATO oder einem BMP mal präsentiert habe, nicht erst da erstellt habe. Ich habe auch zweimal präsentiert.
kannst du jetzt im letzten Level so versagen. Ach, Ala. Aber ich glaube, für dich wäre der schwerere Modus auch nochmal was. Du bist viel zu gut hier. Wir hatten echt Leute, also im Thread auch, die dann geschrieben haben, dass sie irgendwie dreistellige Anzahl an Toten hatten am Ende. Hört man eigentlich meine Tastatur leiden? Nein, nicht wirklich. Okay, weil die steht genau neben dem Mikro. Sag mal, du hast irgendwie in dieses Level keine Checkpoints eingebaut, oder? Doch, doch. Du kommst noch nicht weit genug. Du warst mal kurz davor. Ich hab die Checkpoints auch nicht alle so im Kopf, weil ich das immer in einem Stück durchspiele. Oh ja, die Musik. Are you shitting me? Okay, hier ist ein Checkpoint. Lass das Remake bitte Pixel-Movement haben. Nein, ich mach da nichts an der Technik. Du müsst hier alles komplett neu schreiben, die Kollisionsabfrage. Außerdem stelle ich bei Lachs mit, der uns Pixel-Movement eingebaut hätten auch Pixel-Movement. Wird's gleich wieder schnell, oder? Du blöde Sau! Aber immerhin war man fairerweise ein Checkpoint, oder? Also das ist doch wohl... Dieser scheiß Geschwindigkeitswechsel. Ich nehme nicht zum Beat die Kurven. Ich habe absolut kein Rhythmusgefühl. Das ist Zufall. Und kein Skill. Ist auch ein bisschen unfair, weil Tala spielt ja praktisch gegen sich selber hier, weil er ja der Böse ist. Da kann er ja nicht so unglaublich motiviert sein, das zu schaffen. Gibt ja ein bisschen Mühe, dass man den Boss nochmal sehen kann. Danach sind die auch vorbei. Jetzt hat sogar schon die Musik aufgegeben. Die hat schon mal aufgegeben. Musstest du diese Hackfresse da platzieren? Yep. Zwingst ein Taler-Gesicht. Ich habe kein Problem mit all den anderen Hindernissen, aber das da ist zu knapp.
Oh, Arschlecken. Kein Checkpoint. Hä, nein, Checkpoints sind für Pussys. Fick dich, Granarion. Der Schwermodus hat dann auch keine Checkpoints mehr. Wer will das spielen freiwillig? Du, du kannst auch an sich theoretisch laden. Es müsste einen speichernden Boss geben, falls du den zeigen möchtest. Der ist auch nicht so unglaublich spannend. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, Duke wollte jetzt einen Boss haben oder so. Okay. Oder was du da? Nee, du warst, glaube ich. Ich glaube, Duke war es. Gott! Sehr leise. Der Boss ist aber einfach. Wir müssen die von zwei Lichts einsammeln. Mit jedem verliert ein Leben und wenn du stirbst, wird es glaube ich auch nicht zurückgesetzt. In der Version. Ich werde aber nicht sicher. Okay, das ist irgendwie piss einfach. Ja, wir wollten auch. Also in der nächsten Version ist der Boss auch im leichten Modus, im sehr leichten Modus, nicht mehr so einfach. Er hat weniger HP dafür, wenn er halt zurückgesetzt an den Schritt. Ah, oh, geil. Yes. Ja, ja, sehr einfach, Tana, sehr einfach. Zumindest solange eine Pause ist am Bildschirmende, ja. Einfach heißt es nicht, dass Tada das kann. Zumindest andere Leute das können würden. Nicht so schlecht für Tada. Dir ist bewusst, dass links wesentlich weniger Platz ist als rechts, oder? Das stimmt. Du musst ja auch nicht immer im Kreis fliegen, du kannst einfach unten bleiben oder oben und nur rechts wechseln. What? Was ist das für Hexerei? Wir hätten ein echtes Foto von dir nehmen sollen im Hintergrund, das wäre glaube ich ein witziger Gesicht. Nein, bitte nicht. Das wird doch keiner sehen. Wenn du jetzt gleich sagst, ich soll mir Mühe geben, erschlage ich dich. Gib dir mal Mühe. Ein bisschen. Das sieht da richtig. What? Da müsst ihr jetzt. Das ist so 2003, bitte. Ja. Und dann, nee, nicht 2003, das war da relativ aktuell. Wenn man mehr muss darauf achten, Tala hat ein Kleid an. Weil Tala macht sowas. Das ist nicht witzig, das ist traurig. Ganz, ganz groß. Und ja, die Musik muss auf schief klingen. Oh, schieß doch. Das ist doch. Taco war das, der den Boss haben wollte. Gott sei Dank. Ja. Wer hat das eigentlich gesungen? Das klingt nach Jan.